Ich möchte als nächstes den nächsten Europaparlamentarier an, stellvertretend für die CDU, hier auf der Bühne Dr. Stefan Berger. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Berger. Sehr nah, ne? Herzlichen Dank. Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf in Kleve. Bei einer Bewegung, die sich im Kern durch alle Parteien zieht. Ich finde, ein gesundes Klima, eine lebenswerte Umwelt haben unsere Großeltern gehabt, hat meine Generation haben dürfen und auch meine Tochter verdient dieselbe gute Umwelt, die auch ich erleben durfte. Und für mich, auch als Christdemokrat, ist der Erhalt unserer Umwelt, die Bewahrung der Schöpfung, ein wichtiges Ziel, was sich auch durch unser politisches Handeln zieht. Wir haben heute mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel eine große, wichtige Tagung für Deutschland, in der viele wichtige Beschlüsse gefasst worden sind. Die CO2-Bepreisung soll nach oben gehen durch einen europäischen Zertifikatehandel. CO2 soll vor allem nicht nur teurer werden, es muss weniger werden. Ölheizungen sollen verboten werden, Pendler sollen entlastet werden. Und auch das finde ich wichtig, wir müssen dafür sorgen, dass auch private Investitionen in umweltfreundliche Technologien sich lohnen. Und deshalb finde ich es richtig, dass man einerseits auf Verbote und Gebote setzt, andererseits aber auch die Gesellschaft, die Unternehmen dazu anreizt, ökologische Investitionen vorzunehmen. Und richtig ist auch, wir in Deutschland stellen im Kern 1% der Weltbevölkerung, wir emittieren aber 2% der Emissionen. Und deswegen sind auch wir alle aufgerufen, unser eigenes Leben, unser eigenes Handeln kritisch zu hinterfragen. Es gab früher immer einen Spruch, ein Haus bauen, ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen. Und das finde ich auch richtig. Ein ökologisches Haus bauen, Kinder kriegen und Bäume pflanzen ist heutzutage wichtiger denn je. Und nebenbei, der Billigflug nach Malle und jedes zweite Jahr ein neues Handy trägt auch nicht dazu bei, dass die Umwelt besser wird. Und jetzt kam hier die Frage, sag mal was zur Braunkohle. Ich lebe in der Nähe des Rheinischen Reviers. Ich vertrete für die CDU den gesamten Kreis am Niederrhein. Und wir sind schon vor der Bewegung Fridays for Future zu der Erkenntnis gekommen, dass Garzweiler und alles, was damit zusammenhängt, ökologisch nicht die Zukunft ist. Und deswegen gibt es 40 Milliarden Euro von der Bundesregierung für die Lausitz und fürs Rheinische Revier, um dort einen Ausstieg hinzukriegen, der aber von der Gesamtheit der Gesellschaft in einem großen gesellschaftlichen Konsens getragen worden ist. Und das finde ich persönlich einen richtigen Schritt. Man kann der Meinung sein, es müsste schneller gehen, aber seit einigen Jahren wird dieser Ausstieg beschlossen. Es wird um die Richtigkeit, um die Gemeinschaftlichkeit dieses Ausstiegs gekämpft. Wir haben unter Angela Merkel einen Ausstieg der Atomkraft beschlossen und müssen natürlich die Alternativen, die sich jetzt bieten, Schritt für Schritt zurückbauen. Wir müssen, und das finde ich persönlich wichtig, die Gesamtkraft unserer schönen Bundesrepublik im Auge behalten, damit wir das, was uns auszeichnet, Innovationen, neue Technologien auch weiter treiben können, um auf dieser Grundlage eine lebenswerte Zukunft zu bauen. Deswegen freue ich mich, dass viele Menschen hier sind und sich für dieses wichtige Thema einsetzen. Ich glaube, dass die Bundesregierung und unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in die richtige Richtung entschieden hat. Und deswegen freue ich mich jetzt auf die weitere Debatte und denke, dass wir alle ein gutes Anliegen haben, was uns eint. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Danke.